Lilo, ich hab mal geschaut unter XUbuntu 14.04, ob ich denn da nicht den guten alten Cube wieder hinkriege, ne? Den Cube wieder hinkriege und habe mich da umgeschaut, ne? Geht. Habe auf Web-Update ein kleines Tutorial gefunden, dass wir da mal wieder hinkommen. Also, wer den Cube wirklich noch braucht, mit eingeschränkten, ja, ich sag mal Einschränkungen, weil ganz alle Effekte, die wir von früher kennen, haben wir nicht mehr, aber so einiges, der kann da mal den Anleitungen folgen. Steuerung Alt, Pfeil nach rechts. So, installiert habe ich Compiz Core, Compiz Gnome, Compiz Plugins, Plugins Default, Plugins Extra, Compiz Config Settings Manager und der Rest installiert sich von selber. So, was haben wir denn noch? Gehen wir mal Steuerung Alt 1 weiter. So, und das ist die Seite, wo ihr die Anleitung findet. Schritt für Schritt durchgehen. Die ist eigentlich für Ubuntu 12, 10, 13.04. Funktioniert aber auch jetzt noch weitestgehend. Deconf-Editor bräuchtet ihr zum Beispiel, ne, mit sudo apt-get install deconf-tools. Kriegt ihr den Deconf-Editor und könnt dort zum Beispiel das Theme einstellen. Ist anscheinend notwendig, ich denke, um den richtigen Platz zu reservieren, damit Compiz, der ja Composite Manager, den richtigen Platz für die Fenster reservieren kann, weil hier unter Xubuntu Greybeard, grauer Vogel, grauer Star wahrscheinlich, jetzt hier gleich nichts mehr als Fensterdekoration da ist. Gut. Sitzung und Startverhalten, automatisch gestartet, Compiz, Leerzeichen, minus minus Replace beim Starten, kleiner Workaround. Meine Plugins waren Core, Composite, OpenGL, Compiz, Toolbox, Dekor, Fensterdekoration. Falls ihr gar keine Dekoration mehr habt, mal schauen, ob die Dekor-Plugins drin sind. Grid, Gnome-Kompatibilität, Move, damit die Fenster sich verschieben lassen. Place, Debus, Wobbly. Wobbly ist für wackelige Fenster, müsste nicht unbedingt, ist aber ganz nett. Resize Cube, Switcher, Rotate ist fürs Rotieren und Expo. So, habe ich installiert. Gut, seht ihr hier. Wie gesagt, das ist eigentlich für Xubuntu nicht eigentlich so wirklich sinnvoll. Xubuntu ist eigentlich für leichtgewichtig und es macht Xubuntu nicht schneller, ne? Also wie gesagt, hier unten sieht man eine ziemlich hohe Auslastung. Wenn ich zum Beispiel die Fenster bewege, ne, macht eigentlich so keinen Sinn, aber es macht halt Spaß und viele wollen es halt wieder haben. In den allgemeinen Optionen findet ihr zum Beispiel die Desktop-Größe. Die gegebenenfalls mal auf 4 stellen, damit ihr einen Cube darstellen könnt, dessen 4 Seitenflächen ihr braucht. Ne? Das sind einige Sachen, die ich hier so eingeschaltet habe. Ne? Expo zum Beispiel, den Desktop-Würfel halt selbst. Transparenter Würfel, Erscheinung, schwarz gesetzt oben und unten, kann man da alles so einstellen. Wie gesagt, den Würfel drehen mit Steuerung Alt, linke Maustaste gleichzeitig und drehen. Ne? Dann könnt ihr da am Rad drehen. Expo ist, dass man mit der Windows-Taste und S das so ein bisschen so auseinander machen kann. Genau, damit man die vielen Fensterchen sieht und auch verschieben kann. Fensterdekoration, falls ihr mal keine Fensterrahmen habt, das Ding wahrscheinlich ist es da nicht eingeschaltet. Würfel drehen ist nämlich dafür, Bindings, Würfel rotieren, dann seht ihr nämlich Steuerung Alt, Button 1, nach links drehen, Steuerung Alt und links, also den Pfeil drücken auf der Tastatur, Steuerung Alt und Pfeil nach links, Steuerung Alt und rechts dreht den Würfel nach rechts und so weiter, auch ohne Maus, ne, und so weiter. Also, wer den Cube schon kennt, dem brauche ich jetzt alles nichts mehr zu erklären. Nicht alle Optionen gibt es mehr so wie früher. Wackelig Fenster, Wobbly Windows habe ich zum Beispiel eingestellt. Wichtig sind dann halt diese Einstellungen, ne? Fenster verschieben, damit man überhaupt die Fenster verschieben kann und Grid und platzieren und skalieren und Anwendungsumschalter, damit das so funktioniert. Einstellungen, Pluginliste. Wie gesagt, ist eine nette Geschichte. Wer es denn mal probieren will,
kann's machen, aber wie gesagt, ist eher was für die Experten, weil die Experten sich wieder aus der Bredouille rausretten können, wenn es mal schief geht. Ne? Und das geht am Anfang meist so ein bisschen schief, weil das eine üble Bastelei ist und eigentlich so nicht vorgesehen ist. Trotzdem, es funktioniert noch, ja. Hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank an WebUpdate, ne, der das 2012 mal für uns kurz aufgeschrieben hat. Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.